auch kontrollieren können im Moment. Das ist leider nicht der Fall. Sie haben gerade gehört und wir haben ja auch ab dem Wochenende den Inzidenzwert von 300 gebrochen. Wir liegen jetzt über 300. Und ja, alle Fachleute, meine sehr geehrten Damen und Herren, sagen uns, dass auch im Moment es so weitergehen wird. Wir werden nicht im Moment eine sinkende Inzidenz bekommen, sondern eher eine steigende. Deshalb können wir in Nürnberg nicht so weitermachen wie bisher. Wir haben aber auch das Problem, dass wir keinen Hotspot hier an dieser Stelle ausfindig machen können. Wir haben eher ein diffuses Infektionsgeschehen hier in unserer Stadt und das erschwert natürlich uns hier konkret sozusagen auch auf einmal einen einzelnen Bereich einzugehen. Deshalb müssen wir heute Maßnahmen dann auch verkünden, die, und das bin ich mir auch im Klaren, auch vielleicht für viele sehr schwerwiegend sein können. Wir haben gestern Abend bis spät, es war fast 10:30, danke auch nochmal allen Kollegen der Stadtspitze, alle Referenten, alle Bürgermeister waren zugeschaltet und wir haben online darüber beraten, was können wir für unsere Stadt tun, dass wir diesen Inzidenzwert auch wieder nach unten bekommen. Deshalb werden wir folgende Maßnahmen jetzt ab sofort auch für Nürnberg dann auch durchführen. Wir werden in der Allgemeinverfügung, die seit heute Nacht ihre Gültigkeit hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, Folgendes für die Stadt Nürnberg möglich machen. Wir haben einmal die zentrale Begegnungsfläche, die wir auch ausgeschildert haben, wird weiterhin die Maskenpflicht auch dort dann verhängt werden. Wir haben ein Verbot von Konsum von Alkohol, speziell auch hier in der Innenstadt. Und wir haben auch die Plätze nochmal erweitert, wo wir sozusagen Maskenpflicht ansetzen, aber natürlich auch das Thema Alkoholverkauf, Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen an der Stelle unterbinden. Wir haben das auch hier nochmal diese Bilder, die wir vielleicht auch in den letzten Tagen live gesehen haben in der Innenstadt. Man kauft sich doch irgendwo noch einen Becher To-Go-Glühwein und wird es dann irgendwo konsumieren auf einer Brücke bei uns und sich doch noch in die Sonne stellen, wenn es die Sonne gibt. Das wird es nicht mehr geben können bei diesen hohen Infektionswerten, die wir in Nürnberg haben. Das heißt, auch hier offene alkoholische Getränke zur Mitnahme werden ganztägig untersagt. Wir werden in dem Bereich der Bolzplätze, Skateranlagen und ähnliche Freizeiteinrichtungen, wir werden sie öffnen und offen halten, weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass natürlich die Bestimmungen der 9. Infektionsschutzverordnung vom Freistaat Bayern natürlich diese Anlagen nur alleine maximal zu zweit, also eben mit einer anderen Person aus einem anderen Haushalt, aufgesucht werden können. Auch da bitte ich, auch als Familienvater, wenn ein Spielplatz zu voll ist, dann bitte suchen Sie sich einen anderen. Wir haben in der Stadt einige Spielplätze, die man auch wirklich aufsuchen kann. Schulen. Bei den Schulen werden wir mit Ausnahme der Förderschulen und inklusive schulvorbereitenden Einrichtungen und den Abschlussklassen sind alle Schularten ab einschließlich der 5. Jahrgangsstufe die Klassen zu teilen und die Gruppen im Wechsel eben von Präsenz- und Distanzunterricht bzw. im Hybridunterricht zu unterrichten. Diese Maßnahme wird ab dem 7.12., ab nächste Woche Montag, auch gelten. Ein Durchmischen von Klassen ist nicht zulässig. Leider, auch das ist für Kinder schwierig und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, Schwimmen und Sportunterricht kann leider nicht mehr stattfinden. Wir werden bei den Hort- und Mittagsbetreuungen natürlich die Angebote des offenen und gebundenen Ganztags können auch hier wahrgenommen werden, aber natürlich nur an den Tagen, wo die Kinder in der Schule sind und nur da ist es möglich. Wir werden ab sofort eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für Nürnberg verhängen. Das heißt, das Verlassen der im Stadtgebiet Nürnberg gelegenen Wohnung ist nur noch bei vorliegenden triftigen Gründen auch erlaubt und möglich. Triftige Gründe sind zum Beispiel, meine Damen und Herren, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn die Kinder
dann eben, wenn sie im Wechselunterricht sind, in die Schule gehen können. Wir haben natürlich Arztbesuche frei. Wir haben auch, und das war uns besonders wichtig, auch an der Stadtspitze, dass wir eine starke und leistungsfähige Verwaltung auch vorhalten. Wir wollen für unsere Nürnbergerinnen und Nürnberger da sein. Und deshalb sind auch Ämtergänge selbstverständlich erlaubt und auch die Dienststellen sind besetzt und auch die persönlichen Termine können bei uns selbstverständlich auch wahrgenommen werden. Natürlich darf man auch zum Einkaufen fahren, aber, und das möchte ich hier wirklich zum Ausdruck bringen, bitte, bitte bleiben Sie wo immer möglich zu Hause und das am besten alleine, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn Sie in der Familie sind und wenn Sie alleine sind, dann maximal eben mit einem Hausstand. Wichtig ist aber, bleiben Sie zu Hause und besuchen Sie keine Veranstaltungen oder irgendwo Ansammlungen. Einschränkungen bei Versammlungen, Demonstrationen. Ja, uns ist das Demonstrationsrecht wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb hat die Stadtspitze auch meinem Vorschlag auch gefolgt, dass wir gesagt haben, selbstverständlich darf demonstriert werden. Wir werden aber das Ganze mit einem ständigen Mund- und Nasenschutz anordnen. Die Versammlung darf höchstens 60 Minuten dauern. Und wichtig ist ausschließlich ortsfest. Wir werden mit den Organisatoren jeweils ausmachen, dass es eben einen festen Ort gibt. Bei unseren speziell vulnerablen Gruppen, älteren Menschen, haben wir eine besondere Vorsorgepflicht auch hingehend auf die Besucher, die wir in diesen Einrichtungen haben. Wir haben auch aus dem ersten Lockdown, meine sehr geehrten Damen und Herren, gelernt, dass es wichtig ist, dass man sozialen Kontakt auch weiter ermöglicht. Und deshalb möchten wir auch unseren älteren Mitbürgern das ermöglichen. Aber mit Vorsichtsmaßnahmen. Wenn man solche Einrichtungen besucht, drei Dinge sind wichtig. Man hat einen aktuellen, also entweder einen aktuellen negativen Test bei sich, der nicht älter ist, am besten als um die 40 Stunden. Es muss geregelt sein, dass man die Besuche nur noch mit einer sogenannten FFP2-Maske durchführen kann. Und wenn kein Test da ist, dann kann man und regen wir an, dass man Schnelltests, also Soforttests in den Einrichtungen einführt. Wir als Stadt Nürnberg haben in unseren Einrichtungen das schon seit mehreren Wochen ermöglicht, dass man vor Ort, bevor man seine Lieben besucht, auch diesen Schnelltest machen kann. Das regen wir und verpflichten es auch allen anderen privaten Heimen, das so zu tun. Wir werden diese Allgemeinverfügung gilt, meine sehr geehrten Damen und Herren, bis zum 20.12.2020. Und wir, und das ist mir besonders auch wichtig, gemeinschaftlich mit der Polizei werden wir natürlich kontrollieren. Diese Maßnahmen greifen nur dann, wenn wir auch strikt das einhalten, aber dann auch von der Stadt- und Staatsseite die Menschen auch darauf hinweisen und mit der Polizei regelmäßige und gute Kontrollen, besonders bei den Innenstadteinrichtungen oder bei den Innenstadtflächen, auch wirklich kontrollieren. Ich weiß, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist, sind schwere auch Entscheidungen, die wir heute und gestern Abend treffen mussten. Und ich weiß, dass viele Familien auch betroffen sind, besonders vor dem schönsten Fest im Jahr, das ist Weihnachten. Nur die Zahlen, die wir hier in Nürnberg haben, erlauben es nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt uns an die Regeln halten. Unsere Krankenhäuser, auch hier in Nürnberg, fühlen sich stetig. Natürlich haben wir auf den Intensivstationen noch Möglichkeiten, aber auch das sage ich hier ganz deutlich, die Bettenkapazitäten werden knapper. Ja, die Maßnahmen werden eine große Herausforderung sein, aber auch, und das ist mir wichtig, wir wollen hier in Nürnberg Menschenleben retten. Und wir müssen schwere gesundheitliche Schäden verhindern. Das ist das oberste Ziel. Und deshalb, ich bitte Sie eindringlich, bleiben Sie, wo immer es geht, wirklich zu Hause und vermeiden Sie Menschenansammlungen. Ich bitte Sie, halten Sie sich an die Regeln. Es zählt jetzt. Jetzt ist es noch wichtiger als sonst, weil wir haben jetzt wirklich diese Zahl erreicht und wir stehen
kurz auch vor Weihnachten. Wir wollen, dass wir an diesem Weihnachtsfest hoffentlich auch andere Zahlen hier in Nürnberg haben. Ich bitte Sie, handeln Sie klug. Und der Staat kann nicht immer alles regeln. Und deshalb reizen Sie bitte nicht alles aus. Was im Rahmen der Regeln auch möglich ist, ich sage immer, nutzen wir bitte unseren gesunden Menschenverstand. Der ist an dieser Stelle sehr, sehr hilfreich. Ich danke aber auch vielen Menschen hier draußen, die wissen, dass es gerade eine sehr schwierige Zeit ist und die alles daran setzen, dass sie auch der Allgemeinheit dienen. Und deshalb bedanke ich mich für die Mithilfe, für die Mitarbeit, aber auch für die vielen verständnisvollen Menschen, die wir hier draußen haben, die genau wissen, dass es jetzt eben eine schwierige Zeit ist und wir auf uns alle achten müssen. Meine Bitte ist, bleiben Sie gesund und letztendlich, wir müssen alle aufeinander aufpassen und diese Solidarität fordere ich jetzt alle ein. Dankeschön.